Ich bin heute mit Waste hier und bevor ich jetzt mal weiter erzähle, übergebe ich gerne euch das Wort. Und zwar will ich von euch wissen, wer seid ihr und was macht ihr? Ja, erstmals vielen Dank, dass wir hier dabei sein dürfen. Ja, danke. Wir haben uns sehr gefreut und auch hoffentlich gut vorbereitet. Wir sind Waste, das ist Michel und ich bin Daniel und wir haben vor 6 Monaten das Projekt Waste gestartet. Und der Gedanke dahinter war eigentlich, das Konzept von Abfall loszuwerden. Und wie wir das angehen wollen, ist eigentlich, dass wir die nachhaltige Option oder nachhaltige Optionen generell für Kunden einfacher und praktischer und zugänglicher machen wollen als die nicht nachhaltige. Mhm. Und deshalb haben wir vor 6 Monaten angefangen mit einem Online-Shop. Wir haben uns fokussiert auf Verpackungen und den ganzen Verpackungsabfall, den es überall gibt, den wir auch zu Hause haben. Und haben quasi das Einkaufen im Zero-Waste-Style vereinfacht. Und heute sieht es so aus, dass man online auf unserem Shop über 150 Produkte anschauen kann und kaufen kann. Und wir liefern die Produkte unverpackt, das heißt in wiederverwendbaren Verpackungen, zu dir nach Hause und holen die Verpackungen dann wieder ab. Sehr cool. Und wie ist diese Idee entstanden zu Waste? Seid ihr selber auch im persönlichen Leben verpackungsfrei unterwegs oder Zero Waste? Oder wie kam es dazu, diese Geschäftsidee zu verwirklichen? Genau, also wir sind noch nicht am Ziel von Zero Waste. Wir haben noch einen Weg vor uns, aber wir haben schon immer eigentlich mit Startups zu tun gehabt und auch in Großunternehmen neue Startups aufgebaut. Und 6 Monate vor Waste hatten wir bei einer großen Versicherung gekündigt und haben nach einem Problem gesucht, was uns auch persönlich betrifft und welches wir angehen wollten. Und als ich dann in Kopenhagen zu Besuch war, bin ich dort auf diese Zero Waste auf so einen Zero-Waste-Laden gestoßen, auf dieses Konzept gestoßen. Und dann haben wir eigentlich gemerkt, das ist etwas, was uns wirklich interessiert, weil wir hatten uns schon lange geärgert über den Haufen Abfall, den wir selber produzieren. Mhm. Und da ist eigentlich die Idee entstanden. Wir haben gesehen, das ist nicht sehr praktisch, so einzukaufen. Es ist zeitintensiv, man muss Behälter haben, sie mit in den Laden bringen. Und so entstand die Idee mit Waste, das viel einfacher zu machen. Für jetzt Leute, die vielleicht keine Ahnung haben, was überhaupt dieses Wort Zero Waste bedeutet oder was dahinter steckt, könnt ihr vielleicht das ganz kurz mal zusammenfassen oder klären? Ich meine, Zero Waste bedeutet ja null Verschwendung. Und ich glaube, das Null zu erreichen ist mehr ein Ideal als irgendwie eine Realität, ein Ziel. Es ist wirklich einfach eine gewisse Grundphilosophie. Es geht darum, seinen Impact auf die Umwelt zu reduzieren, indem man einfach Ressourcen umweltschonender konsumiert. Und ich glaube, dass es schlussendlich einfach darum geht, wirklich weniger zu verschwenden und weniger Abfall zu produzieren. Und das kann in ganz kleinen Schritten anfangen. Das ist ja auch was viele Leute daran hindert und was viele Leute, warum viele Leute sich davon abkehren, von dieser Zero-Waste-Bewegung, weil sie das Gefühl haben, sie müssen da alles umkrempeln, den ganzen Lifestyle. Aber das fängt eigentlich ganz im Kleinen an. Also Beispiel ist eine wiederbefüllbare Flasche, anstatt jeden Tag eine neue PET-Flasche zu kaufen und so weiter. Genau. Wir müssen, wenn wir wirklich einen Impact haben wollen, muss die ganze Gesellschaft sich irgendwie verändern. Ja. Und es ist schwierig, du siehst es in deinem Alltag, wenn du versuchst, jemanden von etwas zu überzeugen. Wenn du hingehst und sagst, deine Meinung stimmt nicht, du bist blöd, du machst alles momentan falsch. Ja. Was sind deine Chancen, diese Person zu bekehren und ihr eine andere Realität zu zeigen? Und das ist genau gleich jetzt in diesem Fall mit Zero Waste. Wir sind überzeugt davon, dass wir nicht den größten Impact haben können, den wir wollen und den wir können, wenn wir so kommunizieren. Ist es jetzt wirklich teurer, wenn ich jetzt bei Waste einkaufen gehe? Das ist nicht so einfach zu beurteilen. Das hängt davon ab, wie du deinen Lifestyle wirklich änderst, was du dann mehr oder weniger davon einkaufst. Es ist so, dass natürlich Produkte, die umweltschonend produziert sind, gewisse Standards erfüllen müssen und die brauchen mehr Arbeitskraft, die brauchen mehr Ressourcen, nicht mehr Ressourcen, die brauchen mehr Pflege, um das überhaupt herzustellen. Und
oder mehr Platz und so weiter, und das führt halt einfach zu teuren Produkten. Auf der anderen Seite sieht man viele, die Zero Waste leben, und die sagen dann auch häufig zu uns, dass es so ist, dass sie gar nicht mehr Geld ausgeben, weil sie halt auf gewisse Sachen auch verzichten. Mhm. Sie wechseln ihre Ernährung beispielsweise, weniger Fleisch, was teuer ist, mehr Bohnen, andere Sachen. Und darum ist es nicht so einfach zu beurteilen, ob es wirklich teurer ist, so zu leben oder weniger. Ja. Aber schlussendlich wird es wahrscheinlich ein Nullsummenspiel sein. Ich glaube, das Problem hier ist auch einfach, dass wir uns ganz andere Preisstandards gewöhnt sind in Supermärkten, weil irgendwie wir darauf gedrillt wurden, dass alles so extrem billig produziert wurde, und man kennt auch gar nicht mehr, wer das jetzt angebaut hat oder so. Und ich glaube, es ist auch mehr ein Ding, die Leute wieder darauf zu sensibilisieren, dass Zero-Waste-Läden oder Waste, die jetzt nicht zu teuer ist, sondern das andere einfach zu günstig. Wie versucht ihr jetzt, ich nehme an, es ist ziemlich auch eine Herausforderung, die Leute ein bisschen zum Umdenken anzuregen. Wie versucht ihr, den Leuten eigentlich klarzumachen, hey, unsere Produkte sind das Geld wert und es ist nicht teurer, sondern realisiert einfach mal, dass alles andere viel zu günstig ist. Wie denkt ihr, dass man das dem Konsumenten am besten einleuchten kann? Es ist nicht leicht. Ja. Es sind sich alle die Preise gewohnt, die man im Supermarkt sieht. Ja. Für uns, unsere Philosophie ist es nicht, die anderen schlecht zu machen und zu sagen, die Großen produzieren schlecht oder produzieren nicht im Bio oder was auch immer, weil die Großen leisten wirklich eine super Arbeit. Wir haben alle genug zu essen, dank den großen Produzenten und dank den großen Läden, Supermärkten. Also wirklich keine Kritik an sie, aber es ist, was wir probieren, ist wirklich, was wir bieten können, hervorzuheben. Und da geht es um wirklich zu wissen, wer der Produzent ist. Das können wir dem Kunden kommunizieren, zu wissen, wo das produziert wurde. Also zum Beispiel, die meisten Produkte jetzt bei uns sind so nah wie möglich von Zürich produziert. Ja. Das heißt, weniger Wege, weniger Transportwege, bessere Arbeitsbedingungen und so weiter. Und ich glaube, darauf müssen wir fokussieren und das wirklich auch das Essen als Qualitätsprodukt präsentieren. Vielleicht jetzt nochmal zurück zu Waste. Erzählt vielleicht noch ein bisschen mehr genau, wie funktioniert das? Ihr habt einen Online-Shop und dort kann man bestellen und ihr liefert dann die Bestellung unverpackt nach Hause. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay. Genau. Du bestellst online. Wir packen das ab bei einem Zero-Waste-Laden momentan noch, wo wir jetzt gerade sind. Packen das ab und liefern das mit dem Fahrrad idealerweise oder momentan auch mit anderen Verkehrsmitteln, aber idealerweise mit dem Fahrrad zu dir nach Hause in einer Box, und die Produkte sind dann in Glasbehältern. Und wenn du fertig bist oder auch vorher, kannst du entweder wieder bestellen oder uns einfach sagen, dass du fertig bist, und wir holen die Container wieder ab, waschen die und benutzen sie dann für die nächste Lieferung wieder. Der Grundvorteil liegt darin, dass es ist einfach viel bequemer. Mhm. Also die meisten Leute wohnen nicht gerade um die Ecke von einem Unverpacktladen. Sie wohnen aber um die Ecke von einer Migros oder von einem Coop, von einem großen Detailhändler. Und diese zwei Sachen abzuwägen, da gewinnt meistens einfach die bequemere Alternative. Mhm. Und wir ermöglichen es dir eigentlich jetzt auch bequem bei uns einzukaufen, indem wir die eigentlich abnehmen, dahin zu fahren, deinen eigenen Behälter mitzunehmen. Das bedingt Planung, bevor du aus dem Haus gehst am Morgen, und die Sachen heimzutragen und das Ganze abfüllen zu machen. Ja. Genau. Wie sieht es für euch in Zukunft aus? Wollt ihr ein eigenes Lager aufbauen und wollt ihr expandieren in andere Städte oder? Ja, natürlich. Natürlich wollen wir das. Ich meine, das Ziel ist wirklich, so vielen Leuten wie möglich den abfallfreien Einkauf zu ermöglichen und einfach zu machen. Und deshalb ist eine Expansion, macht natürlich Sinn für uns. Unser Ziel ist es, Produktmarken zu helfen, von ihrer Einwegverpackung zu einer wiederverwendbaren Verpackung zu helfen. Und das heißt, wir werden nicht immer wie jetzt hier im Zero Waste Laden unsere Produkte holen können. Es gibt auch Marken, die hier nicht sind. Das heißt, wir werden irgendwann ein eigenes Lager aufbauen müssen, um diese Produkte zu lagern und dann von dort aus
zu liefern. Wie seht ihr das? Kann ich als einzelner Konsument oder als kleines Unternehmen auch was bewirken und verändern? Und wieso scheitert es bei so großen Unternehmen, dass die irgendwie nicht bereit sind, scheinbar sich zu verändern? Ja, vielleicht können wir damit kurz anfangen. Ja. Ich meine, die Schwierigkeit, die die etablierte große Unternehmen haben, ist natürlich, dass sie eine ganz breite Zielgruppe haben. Also bei diesen Detailhändlern, die du genannt hast, da gehen natürlich alle Leute einkaufen. Das heißt, jeder Platz in diesem Laden muss für alle Leute, die da reinkommen, fast passen oder sehr, sehr große, große Menge. Die Leute, die bei uns einkaufen, sind halt ein spezifisches Segment und das fällt uns halt darum viel einfacher. Das heißt, für sie diesen Schritt zu machen, bedeutet wahrscheinlich am Anfang auch Verluste einzukassieren. Nicht Verluste, einfach weniger, weniger Umsatz. Und darum ist es verständlich, dass die wahrscheinlich so reagieren. Ja. Ob sie zu klein sind, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das das richtige Argument ist. Wir sind 10.000 Mal kleiner als Mikro und ich glaube, es geht trotzdem. Das ist definitiv möglich. Ja. Was wir gehört haben, ein Grund für die Plastikverpackungen ist, dass es die Haltbarkeit der Produkte verlängert. Dass du eine Gurke, die verpackt ist in Plastik, es ist immer wieder die Diskussion und irgendwo habe ich gelesen, dass der Grund dafür ist, dass sie fünfmal länger frisch bleibt, wenn sie in Plastik verpackt ist. Zum anderen Punkt, ich glaube, definitiv können Konsumenten, Einzelne und auch Kleinunternehmen und auch Großunternehmen was alleine tun. Unsere Meinung ist halt, der Konsument sagt den Unternehmen, was sie wollen. Irgendwie, die Unternehmen können reagieren, darauf aufbauen und irgendwann zieht auch eine Regierung mit und macht dann mit. Aber es muss irgendwie... Der beste Weg ist es, wenn es vom Konsumenten auskommt, oder? Dann wird es nicht drauf gedrückt, sondern es kommt von innen raus. Es ist halt wie das in der Demokratie auch gelebt wird. Und nicht von oben runter, sondern von hinten raus. Wir hängen momentan noch, oder unser Sortiment ist momentan noch das Sortiment von den Zero-Waste-Läden hier in Zürich. Und die fokussieren sich wirklich, das so lokal wie möglich zu bekommen. Was natürlich nicht immer möglich ist. Also Reis zum Beispiel kannst du in der Schweiz, glaube ich, nicht so einfach finden. Und es gibt Produkte, die auch von weiter her kommen. Und ja, es ist immer, die Leute wollen bestimmte Produkte, die es halt schon lange gibt. Und um kompetitiv zu bleiben, muss man diese auch anbieten. Ja. Aber dann versucht man eben zum Beispiel in großen Verpackungen die liefern zu lassen und dann eben unverpackt zu verkaufen, dass man dort wenigstens die Verpackung spart. Okay. Und man versucht halt so kleine, also wie sagt man, den nächstbesten Kompromiss zu finden. Also beispielsweise Reis gibt es nicht in der Schweiz, aber in Italien. Da hat es auch gute Produzenten, die man da findet. Also muss nicht gleich irgendwo aus Asien kommen. Wie funktioniert dieses Konzept Unverpacktladen eigentlich? Die Läden versuchen natürlich, so viel Verpackung wie möglich zu vermeiden. Das startet beim Verkauf hier im Laden, wo wirklich ohne Verpackung gearbeitet wird. Und sie versuchen auch weiter hinten in der Kette das umzusetzen. Natürlich ist so ein Laden ein relativ kleiner Player im ganzen Spiel. Also sie bekommen Produkte von einzelnen Produzenten, aber auch von Großhändlern, die, keine Ahnung, Flocken aller Art und Reis und so weiter beliefern. Und je nachdem, wie viel Einfluss dieser Laden hat beim Produzenten, wie viel er einkauft, kann er sagen, bitte liefer mir das in Papiersäcken anstatt Plastiksäcken. Das ist so, es hängt wirklich davon ab. Am Ende vom Tag braucht man aber irgendein Gefäß, um die Sachen zu transportieren. Und da die Bewegung doch nicht so alt ist, ist es halt eine Zusammenarbeit und eine Entwicklung. Böse Zungen könnten ja jetzt behaupten, dass zum Beispiel, was ich zum Beispiel oft höre, wenn ich sage, ja, ich bin vegan, so bloß eine Modeerscheinung. Das gleiche mit Zero Waste, das ist sicher nur so ein Trend, machst du das, weil es cool ist. Was sagt ihr zu solchen Leuten oder was ist eure Meinung dazu? Für mich ist es so, dass halt ein Modetrend, so ein Fashion-Trend, der hat halt keine tiefere Bedeutung dahinter. Da gibt es keinen Sinn dahinter. Keine Ahnung, da würde vielleicht gewisse Leute was anderes sagen. Aber so wie ich einen tiefen Sinn gibt es nicht. Und Leute, die vegan leben, die versuchen für die Umwelt was zu tun,
Die stehen voll dahinter und das wird nicht einfach eine Modeerscheinung bleiben, weil die machen das über Jahre. Das entwickelt sich und das macht ja, das hat ein langfristiges Ziel. Modetrends sind eher so, hey, jetzt haben wir wieder weite Hosen an, dann wieder enge Hosen. Das gibt nicht wirklich was, was dahinter steht. Oder? Genau. Also du wirst Veganer oder Veganerin aus einer Überzeugung, dass du entweder wegen dem Tierwohl oder wegen der Umwelt, und diese Überzeugung geht ja nicht nächsten Sommer wieder flöten. Die ist ja immer noch da. Ja. Und deshalb sind wir überzeugt, dass eben der Veganismus-Trend, aber auch Zero-Waste-Trend immer weiterhin wachsen werden. Und auch wenn man sagt, okay, der ist jetzt klein, 3% der Schweizer Bevölkerung sind Veganer, das hat trotzdem einen Einfluss auf die nächste Gruppe, die Vegetarier oder die Flexitarier, die halt jetzt vielleicht weniger Fleisch essen, weil sie 3 Veganer im Freundeskreis haben. Und für uns ist das so, klar, man kann sagen, die Bewegung ist klein, aber für uns wächst sie und wird auch den Rest beeinflussen. Also grundsätzlich sind wir wirklich überzeugt, dass jeder Einzelne einen Einfluss haben kann. Sonst hätten wir das Projekt nicht gestartet. Sonst hätten wir nicht an uns selber geglaubt. Verpackung ist für uns ein Teil. Ich meine, wenn du durch den Tag gehst, Verpackung ist ein Teil von deinem Tag. Du reist auch, du isst auch und so weiter. Und klar braucht es Aktionen in allen verschiedenen Bereichen, um irgendwann die Welt zu retten. Aber definitiv, Abfall ist ein Ort, wo wir starten können, wo es klare Lösungen gibt, die auch praktisch sind, die auch convenient sind. Und deshalb denken wir, dass man dort anfangen kann, etwas zu machen. Ich meine, es gibt auch, dann sagen viele, ja, aber du fliegst dafür 5-mal im Jahr. Und es ist ja, dann fliegst du halt 5-mal im Jahr, aber zumindest, man darf nicht Flugzeug fliegen und Essen vergleichen. Ja. Du musst vergleichen, wie hast du vorher gegessen und eingekauft, wie kaufst du jetzt ein. Genau. Aber definitiv glauben wir, dass jeder Einzelne mit seinem Geld quasi wählen geht jeden Tag, welches Produkt wähle ich, und so quasi den Firmen zeigt, was gewollt ist. Also bei Migro und Coop haben sie ja die Plastiksäcke nicht verboten, aber zahlungspflichtig gemacht. Und ich glaube, seither haben sie 80% weniger Plastiksäcke verkauft. Ja. Also der Zero-Waste-Trend ist eine kleine Nische, sagt man, aber die gesamte Bevölkerung will weniger Verpackung. Deshalb ist es für uns nicht ein kleiner Trend. Alle wollen es und alle wollen auch etwas machen und einen Weg haben, um was zu machen. Alle wollen eine Lösung. Ja. Und deshalb haben wir Waste gestartet. Genau, ich denke, der Key liegt eigentlich darin, dieses Minimal Waste massentauglich zu machen oder für die große Masse zugänglich zu machen. Was denkt ihr, was sind solche ersten Schritte? Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich der mentale Schritt, sich nicht diese Anforderung zu stellen, ich muss jetzt mein Leben total umkrempeln, sonst bringt es eh nichts. Ja. Weil dann macht man nichts. Ja. Und das bringt auch niemanden weiter. Also wirklich, jeder kleine Schritt ist gut. Hat bei jeder Entscheidung gibt's etwas Nachhaltiges. Kleider reparieren, anstatt gerade neu zu kaufen. Also man weiß ja, die Fashion-Industrie ist einer der größten Verseucher der Erde. Und auch dort mal reparieren, anstatt zu kaufen. Oder mal Secondhand schauen, ob man ein farbiges Shirt findet für die nächste Bad-Taste-Party oder weiß nicht. Genau, ich habe vorhin bei der Recherche bin ich auf ein interessantes eine interessante Statistik gestoßen, und zwar, dass jährlich in der Schweiz pro Kopf 700 Kilogramm Müll produziert wird, und damit liegt die Schweiz knapp hinter Dänemark, Norwegen, den USA und Neuseeland. Und demnach ist die Schweiz in den Top 5 Ländern, die am meisten Müll produziert. Was denkt ihr, wieso kommt es so weit, dass die Schweiz wirklich so ein großer Müllsünder ist? Der Verpackungsabfall kommt von den Produkten. Und je mehr Produkte man kauft, desto mehr Verpackungsabfall hat man. Das heißt, diese Länder kaufen am meisten Produkte und dafür braucht es viel Geld. Und wir gehen davon aus, dass das ein wichtiger Grund ist, warum die Schweiz so weit vorne liegt. Ja. Weil der Wohlstand hier so hoch ist und die Leute sich auch einfach mehr leisten können. Und wenn man mehr Geld hat, kauft man nicht mehr. Was wünscht ihr euch für Waste für die Zukunft? Ich glaube, der nächste Schritt ist jetzt dieses zirkuläre Mehrwegsystem, das wir jetzt machen mit diesen Läden, auch andere
Ansprechpartnern und anderen Detailhändlern anzubieten, damit das schneller größer werden kann und weniger verschwendet wird in der Gesellschaft. Was wir wollen, ist eigentlich langfristig, wenn wir wirklich einen großen Schritt in diese Richtung machen wollen, weniger Abfall, nachhaltiger leben. Und im Bereich Verpackung müssen die Großen auch irgendein Teil davon sein. Und wir arbeiten jetzt darauf hin, eben das System aufzubauen, damit wir große Marken, die du jetzt im normalen Supermarkt kaufst, dass diese Behälter haben können und auch irgendwann hoffentlich wie unsere Produkte nicht nur über den Zero-Waste-Laden vertreiben, sondern auch über den großen Verkäufer, den großen Supermarkt. Mhm. Wenn irgendjemand in Zürich wohnt, unbedingt auf unsere Seite gehen und anschauen, welche Produkte wir haben. Aktuell sind es ungefähr 80 Produkte. Einfach mal bestellen, dann seht ihr uns an der Tür, wenn wir ausliefern. Genau. Sehr cool.